Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Es geht weiter auf hoher See. Wir fahren hier gegen das Land mit dabei Captain Yogi. Hallo! Könntest du jetzt das einfach mal so ein Deut noch darüber und jetzt aufhören? Also Add Fuel heißt übrigens auch bei Holz. Ah, okay. Warum kann der das Segel denn nicht einfach mal oben, so halb oben lassen? Aber ich muss was essen. Muss das Steuer mal übernehmen. Ich weiß nicht, wie man steuern. Ah, einfach links, rechts drehen, irgendwas passiert. So habe ich das gehandhabt. Okay. Wir müssen ein bisschen mehr Richtung Osten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wo gerade Osten ist. Fahren wir richtig? Genau, wir fahren in die richtige Richtung. Das passt. Das ist, weil ich musste so oft meine Kamera drehen. Ich weiß nicht, ob wir noch gleiches Osten haben. So. Das ist was, was ich einsammeln kann. Balb. Aha! Ich habe Kelb. Da ist noch was, mehr Kelb. Ja, da komm ich nicht dran. So. Ich glaube, unterhalb von uns werden irgendwelche Dinge, die wir abbauen. Ich glaube, mein Steuerrad fängt Feuer. Ah, cool. Ja, und jetzt? Rian, wir sollten irgendwie an Land kommen. Ich hab's gelöscht. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Mit zwei Seilen und zwei Brettern könnte ich ein neues machen. Bretter kann ich dir machen. Seile fehlt mir ein Gras. Das habe ich nicht. Ja, dann sind wir dann. Sehr gut. Dann wie fein ich auch gar nicht. Außer wir finden Land. Naja, irgendwann. Ich glaube, dass wir wieder ans Ende der Welt kommen. Paddel? Ah, nee, Paddel brauchen wir das Ding. Wir haben kein Paddel gemacht. Hast du Holz? Dann könnte ich uns ein Paddel machen. Ja, ich habe Holz. So. Noch ein Stack Holz. Sehr gut. Hier, ein Paddel für dich. Danke. Ich fütter mal unser Feuer. So, wohin wollen wir? Ich würde tendenziell jetzt sagen, wir gehen Richtung Süden, was bei mir die Seite hier wäre. Norden. Norden ist da nach oben. Ja, okay, bei mir aktuell auch. Und da ist eine Insel. Unsere Startinsel quasi. Vermutlich, aber einfach nur, dass wir wieder an Land sind, weil, ne? Also willst du zurück ans Land? Ja, ohne Steuerrad. Also dann können wir zumindest ein Gras holen oder zwei und dann können wir wieder... Muss perfektes Timing haben, Krier. Und dann können wir unser Segel wieder umdrehen, dann können wir wieder weiter irgendwo dumm in die Richtung fahren. Ja gut, das Gute ist, da wo wir jetzt hinreisen, da ist auf jeden Fall Gras. Eben. Kurz mal hier den Stein gegen so einen 13er tauschen, wobei das Feuer echt angenehm trocken bleibt, angenehm kühl hält. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht genau in dem Moment dann die Feuerhounds kommen. Weil ich habe gerade so überlegt, warum das der Grund war, uns empfohlen wurde, dass wir hier auf dem fucking Boot sind bei der Hitze. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass wir dann relativ safe sind vor irgendwelchen Hounds oder so. Weil ich meine, mit so einem Endothermic-Feuer hier kann man schon entspannt unterwegs sein. Ja, solange halt nicht unser Floß abfackelt. Genau. Das heißt, dafür bräuchten wir eventuell so eine Löschstation. Ich meine, die gab es ja auch. Und wir haben noch gedacht, fängt schon kein Feuer. Wir haben nur einen Lightning-Conductor. Unser Segel. Okay, ja, du, können wir nicht ändern. Oder können wir... Oh doch, extinisch. Ja, das macht mir kurz Damage, das ist okay. Wir brauchen einen bestimmten Fisch, um hier den Feuerauslöcher zu machen. Da.
War nicht auch der Plan, dass wir eine Hochseeangel mitnehmen? Wir hatten viele Pläne. Wir und unsere Pläne. So, dann brauche ich jetzt zwei. Da oben ist noch. Also noch ein Refined Brett und ich kann uns ein Dings bauen. Ich habe Holz für Refined Brett. Sehr gut. Wir sind weit gekommen. So. Hast du notfalls noch Sachen für ein, wie heißt gleich hier, ein Speer, damit ich einen Speer machen kann? Ich kann dir einen machen, ja. So. Es ist ein großes, normales Feuer. Aber mir wird kälter. Also bei mir ist die Flamme rot, nicht blau. Bei mir ist sie rotbläulich tatsächlich. Da. So. Was hast du mir gegeben, Holz, damit ich ein weiteres Steering Wheel bauen kann? Wie viel Gras hast du einstecken? 4. Ich habe 2, das heißt, zur Not könnten wir auch nochmal ein Steering Wheel machen. Oh. Oh, wir hätten Stinger mitnehmen sollen, dass wir Boat Patches hätten machen können. Ja, noch, also noch können wir jetzt mal zurückrennen. Das wäre eine Option am nächsten Tag. Ja, wahrscheinlich. Bleiben wir über Nacht hier. Ja. Holen dann noch ein paar Sachen. Wir lassen dann einfach unseren Rucksack hier. Gefüllt mit allem drum und dran. Ja, die Frage, also ich meine, wir können ja vielleicht auch kurz überlegen über Nacht, was wir brauchen könnten. So ein Anker, denke ich, brauchen wir nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Der Conductor, der soll irgendwie in der Lage sein, dass wir den da oben an dem Mast befestigen. Wahrscheinlich entweder Licht oder Conductor. Das kann natürlich sein. Deck Eliminator haben wir ja. Der ist zwar aus, aber warum ist der aus? Vielleicht geht er nur, wenn wir fahren. Der ist windbetrieben. Es gibt auch ein geflügeltes Segel. Das können wir aber eh nicht herstellen. Unser Fischding. Unsere Angel. Ja. Und gut, die Firepump, die können wir nur machen, wenn wir einen Spittlefish haben. Und wir haben keinen Spittlefish. Das heißt, wir bräuchten die Sea Fishing Rod. Die können wir herstellen. Da brauchen wir nur ein Brett und 6 Spinnenweben. Um die würde ich mich dann kümmern. Dann nehme ich Stinger mit und behalte noch. Hallo, gehst du weg? Gehst du weg? Was macht es? Nein, nicht unser Segel setzen. Okay, wir haben eine komische Tante hier. Ja, ich sehe es gerade. Sie ist weg. Haben wir noch Holz zu Hause, weißt du das? Ich befürchte nicht. Dann muss ich erst noch Holz holen. Wir brauchen Woodlocks für Batches. Also 13 habe ich einstecken, aber ne, das wird vermutlich nicht reichen. Row, 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 my boat. Ich denke, das Amulett reicht von hier bis zurück. Sachen holen und wieder zurück, oder? Ich nehme sicherheitshalber noch einen Thermalstein mit. Let's go. Bleib mal da, Chester. Warum? Der ist doch Lager. Ich hab den voll gemacht mit Sachen. Ach so. Nein, nicht. Okay, lass nicht. Ich hab meinen Rucksack da gelassen. Damit ich das Amulett tragen kann. Ja, Jungs und Mädels, ich hab mal kurz die Kacke geklaut. Das ist schon okay. Ich bin der offizielle Kackbeauftragte. They see me running, they hate it. Hallo, ihr Beefalos.
Ich hätte noch mal was snacken sollen, bevor ich losrenne. So, das ist der richtige? Ja, es ist der richtige Weg. Nicht, dass ich jetzt hier falsch laufe und die halbe Nacht brauche. Hallo Bienchen, alles cool. Alter, es gibt fast nur noch helllichten Tag, voll geil. So, wenn ich da bin, werde ich kurz den hier in den Kühlschrank hauen. Hallo Base, lange nicht mehr gesehen. Oh, Bunny, ist du vergammelt gerade? Dann essen wir das doch mal schnell. Yummy. So, ich wollte Spinnenweben. Für eine fucking Angel. Ich hole mal währenddessen unterwegs schon ein bisschen Holz. Ja. So, wir haben eine Hochseeangel gemacht. Sehr schön. Die Spinnenweben brauchen wir jetzt nicht mehr. Das wird zu heiß. Wir brauchen wieder unseren Stein. Ihr habt doch schon mal einen Stein. Alles cool. Alles cool. So, jetzt ist die Map auch wieder richtig rumgedreht. Problem ist, wir brauchen einen Haken oder einen Schwimmer oder irgendwas. Aber können wir auch herstellen. Haben wir rote Pilze? Wahrscheinlich nicht. Grüne vermutlich auch nicht. Ich glaube, grün haben wir. Ja, aber ich glaube nur gekochte. Nee, sogar ungekochte. Das ist natürlich nice. Ich nehme mal so einen halben Stacks Dinger mit. Ich brauche ein Tackle Receptacle, um einen Prototyp zu bilden. Was zur Hölle ist ein Tackle Receptacle? Das ist ein Tackle Receptacle. Brauche ich ein Doodad und Bone Shards. Haben wir Bone Shards? Nein, wir waren unterwegs. Nee, Bone nicht. Ach, vielleicht. Hier ist meine ursprüngliche Rüstung. Hinter dem fucking Crockpot versteckt. Ne, wir haben Hound's Tooth. Wir haben noch mehr Hound's Tooth. Du wolltest die Stinger haben, ne? Die nehme ich dir mit. Ich habe 20 Stinger dabei. Achso, dann nehme ich sie dir nicht mit. Kohle brauchen wir auch nicht. Kurze Zwischenheilung. Ich fürchte fast, wir müssen eine Nacht hier verbringen. Sollen wir da mal gucken, wegen diesem Löschfahrzeug gedöhnt? Da brauchen wir einen Fisch für. Ach so. Und ich nehme mal an, den können wir nur auf hoher See fangen. Ich habe uns zwar jetzt eine Angel gemacht, aber wir brauchen halt ein Dings hier, ein Tackle Receipt Tackle. Dafür brauchen wir Bone Shards, ein Doodad und ein Driftwood Piece. Das Driftwood Piece haben wir, aber wir haben halt kein Bone Shard. Und ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, wo wir einen Bone Shard herbekommen. Ich nehme an, dafür müssen wir... Es wird heiß. Ich nehme an, dafür müssen wir... hier Knochen kaputt schlagen. Wobei hier drüben ist, glaube ich, eine Leiche gewesen. Rechts von uns auch. Dabei? Hier, rechts von uns. Direkt hier unten. Ist auch direkt eine. Hier unten am Ding. Da. Es ist gleich Nacht. Okay, also mit der Pickaxe kann ich das nicht machen. Unser Ding brennt. Ah, cool, cool, cool. Ich weiß nicht, wie man extinguished. Ja, so Feuer kriege ich auch nicht mehr aus. Gut, damit ist unser gesamtes Beet kaputt. Ja. Da oben brennt es auch, der Wald. Ich hasse Sommer. Wir gehen hier gleich wieder weg, Krian. Einfach zu. Aber der Sommer bleibt trotzdem. Ja, aber nicht, wenn wir hier da sind.
Also ich kann insgesamt 9 weitere Boat Patches machen. So viel Holz habe ich aktuell. Das ist doch nice. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich bringe mal kurz den Vogel hier um. Einfach weil ich es kann. Sollten wir vielleicht noch Sachen mitnehmen zum Heilen? Ich habe noch Dings einstecken. 3 Trail Mixes. Ah, ich sehe nichts. Ich habe so viel Asche mitgenommen, wie ich kann. 20 Stück. Sehr gut. Ich würde gerne dieses Seil noch mitnehmen. Ich gehe davon aus, dass ich diesen Rod nicht brauchen werde. Seil. Ich hoffe, dieses Feuer springt nicht über. Ich lasse die Angel jetzt auch hier, weil ohne Köder und alles glaube ich nicht, dass ich da irgendwas erreichen kann. Ja, irgendwie läuft das nicht ganz so nach Plan, gell? Korrekt. Aber, ja, ne? Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir jetzt für die Hochseeangel auch direkt noch einen Köder brauchen. Also ich nehme sie jetzt doch mal mit, ne? Schaden kann es ja nicht, vielleicht kann ich damit ja irgendwas erreichen. Aber jetzt renne ich erstmal heim. Ja, ich habe noch ganz kurz meinen Thermalstone. Tschüss, Wald. Ach, schön mit dir. Willkommen wieder. Wenn es kälter wird. Haben wir eigentlich irgendeine Ahnung, wie lange dieser Sommer dauert? Nein. Cool. Also zumindest, ich wüsste es nicht. Ja, ich auch nicht. Wir starten im Herbst, haben wir gestartet, gell? Nee, Frühling heißt das, glaube ich. Und dann gibt's direkt Winter? Ja, das macht wenig Sinn. Du kennst deine Jahreszeiten nicht, Yogi. Doch, das ist, also nach dem Frühling kommt der Winter. Und dann ist Regenzeit. Oh, Hounds. Oh, wir müssen schnell nur schnell sein auf unserem scheiß Boot. Guck mal, der Hase fackelt gleich. Ja, vor allem, das sind Feuerhounds. Das heißt, die sind richtig unangenehm. Schnell. Ich hab mir doch nur einen Gehstock. Ich bin vor dem scheiß Walross weggerannt. Ich hatte Angst. Ich hoffe, du kennst den Weg, ja. Ich folge dir einfach. Ja, ich glaube so ungefähr. Wir hätten eigentlich eine Schere mitnehmen sollen, um uns zu schämen. Ja, gar nicht so eine dumme Idee gewesen, aber ich glaube, die können wir auch so herstellen. Hinter uns sind die Hounds. Okay. Dann müssen wir wohl fighten. Das ist ein Riesenhound. Ja, ich verbrenne sowieso. Nein, ihr Hounds. So mache dies doch nicht. Ja, ich bin tot. Guck mal, hier sind Beefalos. Wollt ihr nicht die angreifen? Ja, ich bin tot. Ich habe sie effektiv an den Beefalos abgestreift. Diese Jahreszeit geht mir auf den Sack. Ja, das ist eine Kack-Jahreszeit. Kian, renn nach rechts. Kann ich nicht, ich bin trotzdem tot. Nach links. Hey, du, Hound. Ja, toll. Ja, das war jetzt dumm von mir. Ha! Es ist gelöscht. Ich kann es extinguishen. Ja, ich habe ein HP. Das ist gar kein Problem. Wir müssen nur zu meinem Rucksack. Nein, ich habe hier Trail Mixes. Okay, ich muss trotzdem zu meinem Rucksack. Ja, das ganz. Oh. Ja, das war's. Das Floß brennt. Oh, ich hasse diese Jahreszeit so sehr. Ich schwör bei Gott. Größte Drecksjahreszeit, es gibt. Ich will den scheiß Kühlschrank aufmachen, um Sachen rauszuholen. Stattdessen macht er das Segel auf. Ich hasse diese Jahreszeit.
Es brennt einfach im Wasser weiter. Das ist doch unrealistisch. Diese Jahreszeit ist so beschissen. Ach, leck mich doch. Hör auf zu brennen, du bist im Wasser. Ach, leck mich doch, Alter. Okay, so, interessant. Ich habe ja jetzt gesagt, keine Lust mehr auf den Sommer. Ne, der Sommer ist, Ich meine, ich kann uns ein neues Boot bauen, aber das bringt Tolles. Uns dann auch nichts. Fackelt auch wieder ab. Eben. Naja, wie es weitergeht, seht ihr beim nächste nächsten Mal. Folge. Bleibt gesund, haut rein. Bye bye. Auf Wiedersehen.